Heute besprechen wir, wie du Selbstzweifel überwinden und besiegen kannst und so endlich ohne deine eigenen Blockaden sehr gute Noten schreiben wirst. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn mich eine Sache richtig, richtig stark aufregt, dann wenn Leute, die es eigentlich verdient hätten, nicht die Ergebnisse bekommen, die sie sich eben verdient hätten. Und da ist ein ganz, 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 ganz großer Block, eine ganz, ganz große Blockade, ein großes Hindernis, einfach Selbstzweifel. Ich kriege das so oft mit, dass Leute super viel lernen und eigentlich denken, sie haben auch alles parat, dann trotzdem in die entscheidenden Situationen einfach nicht ihre Leistung abrufen, nicht an sich glauben, und deswegen ist dieses Video hier eine ganz besondere Herzensangelegenheit für mich. Deswegen lass uns direkt in die 5 Tipps reinstarten. Erstens, in den Schatten schauen. Was meine ich mit Schatten? Nicht das, was durch die Sonne passiert, sondern deinen inneren Schatten. Warum hast du Selbstzweifel? Was ist die Ursache für diese Angst? Und wenn ich das jetzt gerade anspreche, wenn du ganz tief in dich reinhörst, du weißt es eigentlich schon. Überleg dir mal, vor was hast du Angst? Vor wem hast du Angst? Und sei da ehrlich mit dir selbst. Sei da ehrlich mit dir. Ich fühle dieses Gefühl gerade auch. Genau das Gefühl, was du fühlst. Ich spüre es, während ich darüber spreche, weil wir alle, jeder Mensch, hat gewissermaßen Selbstzweifel. Vollkommen normal. Das Wichtige ist nur, dass du dich dieser inneren Welt, in dir im Prinzip sage ich, öffnest, den Mut hast, da mal reinzuschauen und dann auch durchwegs ehrlich mit dir bist, was die wahre Ursache ist. Zweitens, Vertiefungsmeditation. Wenn du jetzt vor diesem Video sitzt und dir das Ganze anhörst und dir schon dieses Gefühl hast, das ist sehr, sehr gut, weil du leitest dich selbst im Prinzip in diesen Prozess rein. Wenn du ihn aber wirklich vertiefen möchtest, dann würde ich dir ernsthaft empfehlen, einfach nur eine Meditation für dich selbst zu machen. Da kannst du dich auch eine begleitete Meditation, gibt es bestimmt viele tolle auf YouTube, aber mach sie vor allem mal alleine, also ohne, dass du was hörst. Es geht nicht darum, dass du irgendwas richtig oder falsch machst, sondern Meditation, lass dich nicht von diesem Begriff abschrecken, sondern setz dich einfach nur mal hin, vielleicht direkt nach diesem Video, setz dich einfach mal hin und versuch richtig in dich reinzuspüren. Atme ganz entspannt, muss auf nichts anderes achten, außer was in dir selbst vorgeht, wenn du in deinen Selbstzweifel denkst, wenn du in dieses Gefühl versuchst reinzugehen, woran liegt es? Welche Szenarien kommen in deinem Kopf? Einfach diese Dinge, dass du da richtig dich selbst verstehst, was wirklich die Wurzel des Problems ist und dass du so vielleicht wirklich auch einfach nochmal das Ganze viel besser geklärt bekommst. Und lass da Schmerz, und es tut weh. Es gibt nichts Schmerzhafteres, was wir auf dieser Welt machen können, nichts Körperliches oder so, was so schmerzt, wenn wir wirklich ganz tief in unsere eigene Schwäche reingehen. Aber es ist nötig. Lass Tränen zu, egal was passiert. Lass es zu, weil nur so kannst du dich selbst im Prinzip von diesen Dingen reinigen. Drittens, konkrete Konsequenzen formulieren. Was meine ich damit? Wenn du in dieser Meditation bist und du spürst ganz klar, okay, fuck, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst vor meinem Dad. Ich habe Angst vor meinem Dad. So, das sind einfach harte Fakten, ja, das Video ist jetzt mal real shit, okay, das ist real shit, und egal, was du dir denkst, du bist damit nicht allein. Es gibt so viele Dinge, die in unserer Gesellschaft einfach nicht angesprochen werden, das ist unfassbar. Zum Beispiel kannst du wirklich sagen, für mich war das eine gewisse Zeit lang wirklich schlimm, in Anführungsstrichen, ohne dass ich selbst mir dem Ganzen bewusst war, dass ich einfach Angst vor Kritik von meinem Dad hatte. Extrem krass. Aber wir sind uns das nicht bewusst, solange wir uns entweder durch so ein Video wirklich mal Gedanken darüber machen oder auch in so eine Vertiefungsmeditation reingehen. Und in dem Moment, wo du spürst, es ist für mich so ein starker Schmerz, wenn ich eine schlechte Klausur heimbringe und dann mein Dad mich zum Beispiel einfach, da muss ich nicht mal kritisieren, ja, ich spreche nur nicht mal über dieses Hardcore, warum bist du so dumm, gar nicht um die Richtung. Es kann nur sein, dass ja die Tonlage ein bisschen anders ist. Du spürst es, weil als Kind, wir spüren das sofort. Was unsere Eltern auch vielleicht davon gehalten haben. Und wenn du merkst, okay, meine Eltern setzen mich so zum Beispiel passiv unter Druck, dann ist es so wichtig, dass du, wenn du das in der Meditation spürst, voll das Gefühl reingehst, aber gleichzeitig entweder genau in dem Moment oder danach direkt eine klare Konsequenz daraus ziehst. Zum Beispiel, okay, am besten eine konkrete Handlung. Das heißt nicht, dass du die anderen dafür bestrafst oder so, sondern es geht darum, dass du eine Konsequenz für dich selbst daraus ziehst, also irgendeine Handlung, die du danach folgen lassen möchtest. Zum Beispiel, dass du einfach eine ganz ehrliche Konversation mit deinen Eltern führst. Dass du ganz einfach ehrlich sagst, Mom, Dad, ich liebe euch und ich weiß, dass ihr mich auch liebt und dass ihr mich unterstützen wollt, dass ihr nur das Beste für mich wollt. Aber ich merke einfach, dass wenn ich eine schlechtere Klausur heimbringe, ihr einfach ein bisschen anders reagiert, auch wenn ihr meint es ja nicht böse, ja, aber ich spüre es trotzdem und
Das fühlt sich für mich einfach schlecht an. Und dadurch habe ich dann vor den Klausuren einfach Angst, wieder zu verkacken. Und ich habe da Schiss davor. Und das, sowas kann keine Brüche in der Familie, aber das können extrem einschneidende Konversationen werden. Die hatten wir Monster in der Familie auch schon. Und das ist eins der Härte. Ein gutes Abi schreiben ist da ein Scheißdreck dagegen. Ja, solche Konversationen mit seinen Eltern zu führen, ist das Härteste. Aber es ist auch gleichzeitig genau deswegen das, was dich am weitesten bringen wird. Das Gleiche gilt übrigens auch dafür, wenn du merkst, hey, irgendwie, ich habe einfach scheiße Schiss, mich im Unterricht zu melden, weil ich Angst davor habe, was die anderen Leute von mir sagen. Dann ist es so wichtig, dass du das erstens erkennst und dann zweitens direkt dir sagst, ab heute scheiße ich da drauf. Ich scheiße da drauf. Und wenn da irgendjemand mich dumm anmacht, ich versuche es einfach direkt zu vermeiden. Ja, ich setze mich vielleicht ganz vorne alleine in die erste Reihe. Ich sage das meinem Lehrer. Du richtest dich einfach ein. Du gehst noch mit Kopfhörer in die Schule. Egal was es ist. Du musst für dich selbst einfach einen klaren Handlungsplan haben. Sagst, okay, das mache ich jetzt, damit das Ganze besser wird. Viertens, befreit losleben. Das wird dir jetzt im Moment wahrscheinlich noch extrem komisch und merkwürdig für dich anfühlen, weil wir ja jetzt gerade noch in diesen tiefen Emotionen sind und du ja gerade noch am Anfang des ganzen Prozesses bist. Aber sobald du in diese Vertiefungsmeditation gegangen bist, dieses Gespräch geführt hast, vielleicht dich von den anderen mehr abgeschirmt hast, was auch immer es ist, sobald du es hast und dann durch diesen Prozess durchgegangen bist, wirst du merken, oh, du wirst merken, wie krass viel Druck da die ganze Zeit auf dir war und dass du ihn jetzt, das ist einfach losgefallen. Das ist also ein, ich kann das, kann mich da nur in viele Gespräche oder auch andere Dinge, die mir, die ich da schon auch durchgearbeitet habe, wo ich mich gerade erinnern kann. Es ist einfach so ein, deine Brust geht auf, fühlt sich leicht, du schwebst. Und das meine ich jetzt nicht so im übertriebenen Sinne, aber es ist natürlich einfach so, dass wenn du die ganze Zeit so einen Rucksack mit dir rumgetragen hast, ohne dass du gerafft hast, dass du ihn mit dir rumgetragen hast, und auf einmal runterfällst, auf einmal, wow. Und genau das solltest du danach auch sehr stark empfinden. Also wirklich da auch reinzugehen und sagen, geil, dass ich den Schritt gemacht habe. Weil was passieren wird, ist, dass dein Kopf, was dieses positive Gefühl, was du danach hast, allgemein mit dem ganzen Prozess auch verknüpft und dir wird es viel leichter fallen, wenn wieder neue Selbstzweifel aufkommen, die garantiert aufkommen werden, die wieder genauso zu verarbeiten. Das heißt, du wirst auch mit so ernsthafteren Gesprächen was viel, viel Positiveres verknüpfen als bisher noch. Fünftens, arrogant slash wütend dagegen angehen. Jetzt denkst du dir, okay, Leo, what the fuck, das ganze Video, da hast du, fand ich total super und jetzt kommt so ein fünfter, letzter Punkt und verkackt alles. Was meine ich damit? Im Prinzip ganz einfach. Diese Selbstzweifel, wie eben auch schon angesprochen, die werden wieder zurückkommen. Garantiert. Und im ersten Moment ist es super wichtig, dass du da liebevoll mit dir selbst umgehst und auch mit den anderen in Kontakt gehst und einfach das irgendwie versuchst, harmonisch zu klären. Nur werden gewissermaßen die Selbstzweifel, die werden immer wieder zurückkommen. Und wenn sie aber nur so in kleinen Wellen zurückkommen, kannst du darin gar nicht richtig was lösen, weil es einfach nicht groß genug ist, um gelöst zu werden. Dann ist es vor allem im Alltäglichen, wenn es nicht so eine tiefe Sache ist, sondern einfach alltäglich das ein bisschen nervt, dass du wirklich anfängst, dir zu sagen, hey, ich brauche die nicht, ich scheiße auf die, ist mir egal. Und auch wenn es nicht zu 100% zutrifft, einfach super wichtig, dass du sagst, was meine Mitschüler mir sagen, I don't give a fuck. Auch wenn es nicht so der Fall ist, je mehr du sagst, desto mehr wird es einfach sein. Wirklich, ich brauche die nicht, ist mir scheißegal, auch voll in deine Emotionen, voll in dein Ego reingehen. Ich bin eh der Beste, bababa. Wirklich einfach so, das einfach mal wegschubsen. Einfach mal wegschubsen und wirklich dich im alltäglichen Bereich auch davon ein bisschen zu blocken. Das gleiche auch bei deinen Eltern. Das ist gar nicht so gemeint im Sinne von, dass du sie wirklich nicht mehr brauchst. Sei einfach ganz ehrlich, mir ist egal, was meine Eltern über meine Leistungen denken. Wenn sie mich nicht supporten, nur weil ich mal eine schlechte Leistung bekommen habe, dann schaffe ich mein Abi auch ohne sie. Was ja nicht bedeutet, dass du irgendwie ausziehst oder so, aber einfach nur, dass du dich emotional damit disconnectest und das ist super, super wichtig, dass du das mal gemacht hast, um diese Distanz wirklich erstmal aufzubauen und dann schlussendlich auch zu halten. In diesem Sinne, durchlauf diesen Prozess, es wird es definitiv wert sein und ansonsten, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.